Ja, unsere Torwartlegende Colt Siebers ist bei mir. Colt, grüß dich. Erstmal herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre Hannover 96. Aber was macht denn ein Jörg Siebers am liebsten, wenn er nicht auf dem Trainingsplatz steht? Ja, vielen Dank. Wenn ich nicht auf dem Trainingsplatz stehe, bin ich am liebsten zu Hause bei meiner Familie. Ich habe ja nun mal zwei recht kleine Kinder und von daher ist das die beste Entspannung, die es so gibt. Du hast weit über 300 Ligaspiele für Hannover 96 gemacht, bist seit, wie gesagt, 25 Jahren in diesem Verein. Was bedeutet dir Hannover 96, wenn du auch im Pressegespräch gerade erwähnt hast, dass eigentlich dein Herz für einen anderen Verein schlägt? Also ja, ich bin tatsächlich Fan vom FC Bayern München. Das bin ich nun mal schon, solange ich über Fußball nachdenke. Das kann ich nicht mehr ändern. Aber natürlich ist Hannover 96 eine ganz andere Geschichte. Wenn man 25 Jahre bei einem Verein ist, dann ist man ein 96er durch und durch. Und von daher freue ich mich auch, wenn wir gegen Bayern München gewinnen. Jörg, was sind so deine Highlights, wenn du auf diese 25 Jahre zurückblickst? Ja, ich glaube, es ist klar, dass es zum einen der Pokalsieg 1992 ist. Das war damals eine unglaubliche Geschichte, dass wir als Zweitligist das geschafft haben. Natürlich ist für mich persönlich auch der Wiederaufstieg in die zweite Liga 1998 sehr wichtig, weil es war für den Verein damals sehr wichtig. Der Verein stand am Abgrund und durch den Aufstieg haben wir, glaube ich, einiges in die richtige Richtung bringen können. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Bei Hannover 96, wo sonst? Herzlichen Dank, Jörg. Ja.